Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Heute geht es um den Einstieg in Adobe Premiere Pro 2020. Nach diesem Tutorial kannst du deine eigenen Videos schneiden und exportieren. Wir lernen also, wie du Projekte erstellst, Videos sortierst und schneidest, Musik dazu einfügst und anpasst, wie du Übergänge zwischen den Clips erstellst und wie du Titel und Texte hinzufügst. Danach exportieren wir das Video natürlich in der bestmöglichen Qualität. Und am Ende zeige ich dir sogar noch, wie du Effekte in Premiere Pro einfügst. Dafür habe ich dir 10 kostenlose Vorlagen erstellt, die du dir in der Beschreibung herunterladen kannst. Diese importieren wir am Ende vom Tutorial und wenden sie natürlich auch an. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei deinem Einstieg in Adobe Premiere Pro. Sobald du Premiere Pro gestartet hast, musst du als erstes ein Projekt erstellen. Das geht entweder über Datei, Neu, Projekt oder den Shortcut Steuerung Alt N. Hier musst du dann nur noch einen Namen für dein Projekt angeben und ein Speicherort auswählen. Alle anderen Einstellungen können wir in den Standardwerten lassen. Wir drücken einfach nur OK und das neue Projekt wurde erstellt. Du siehst hier oben alle Arbeitsbereiche, die es standardmäßig in Premiere Pro gibt. Davon brauchen wir lediglich den Arbeitsbereich Bearbeitung. Das ist nämlich der Arbeitsbereich, in dem Videoeditoren die meiste Zeit verbringen. Im Arbeitsbereich Zusammenstellung zum Beispiel haben wir ähnliche Fenster, die einfach nur anders angeordnet sind, um effizienter damit Videos oder hunderte von Clips durchschauen zu können. Das Einzige, was man grundsätzlich braucht, ist aber der Arbeitsbereich Bearbeitung. Hier unten ist unser Projektfenster. Dort können wir nun Videos, Bilder, Musik und so weiter importieren, was wir denn in unserem Video verwenden wollen. Und dafür machen wir einen Doppelklick hier rein oder ziehen das Ganze vom Explorer mit Drag and Drop da rein. Unter mir ist die sogenannte Timeline, die Zeitleiste. In dieser schneiden wir praktisch alle unsere Videos. Um zu beginnen müssen wir lediglich einen Clip von hier links auf unsere Zeitleiste ziehen. Premiere Pro erstellt dann automatisch eine sogenannte Sequenz, die wir sonst aufwendig manuell erstellen müssten. Wir sehen nun direkt, dass oberhalb unserer Zeitleiste in diesem Fenster hier die Vorschau unseres Videos angezeigt wird. In diesem Fenster haben wir auch die Einstellungsmöglichkeit, in welcher Qualität das Ganze abgespielt werden soll. Das heißt, entweder in voller Qualität, in halber Qualität oder in einer Qualität reduziert auf 25%. Das ist praktisch, wenn auf dem Clip letztendlich ein paar Effekte liegen und man sich die Vorschau anschauen will, dann kann es etwas laggen, etwas stocken, wenn man das Ganze auf höchster Qualität anschaut. In unserer Timeline ist nun unser Clip aufgeteilt in eine Videospur und in eine Audiospur. Die Clips hängen auch zusammen, das sehen wir hier an dem V in eckigen Klammern. Um das Ganze nun zu lösen und möglicherweise die Audiospur vom Clip zu entfernen, können wir entweder STRG L drücken oder wir machen einen Rechtsklick und sagen Verknüpfung aufheben. Das hat den gleichen Effekt. Wir klicken auf unsere Audiospur und drücken dann entfernen. Unsere blaue Leiste hier führt uns durch unsere Timeline und da ist es jetzt egal, ob wir hier oben oder hier unten vor- oder zurückspulen. Da mein Videoclip ziemlich lang ist, kann ich mit gedrückter Alt-Taste und dem Mausrad etwas reinscrollen, um das Ganze größer zu machen. Ich spule also etwas vor, um nun einen Teil meines Videos auszuschneiden. Ich brauche nämlich nur den Teil ab hier und drücke nun C. Dadurch komme ich hier in unseren Werkzeugen auf die Rasierklinge. Den ersten Teil des Videos kann ich nun ganz einfach abrasieren, indem ich mit der Maus nun hier reinklicke. Mit der Leertaste kann ich das Video nun weiterspielen und hier zum Beispiel stoppen. Hier setze ich einen weiteren Schnitt und drücke dann V. Mit V wähle ich wieder das Standard-Auswahlwerkzeug aus. Hier kann ich einen Clip dann anklicken und entfernen drücken. Das mache ich mit dem letzten Clip und mit dem ersten Clip. Scroll wieder etwas rein und habe nun meinen Clip gekürzt. Ich kann ihn trotzdem hier rumschieben und wieder den Anfang länger ziehen und das Ende länger ziehen, um mehr davon zu haben. Was auch immer die hier gerade machen. Den Clip packe ich jetzt an den Anfang. Das ist so eine grundlegende Möglichkeit, um zu schneiden. Die nächste Möglichkeit ist, wir wählen mal unseren zweiten Clip aus und machen einen Doppelklick. Wenn man in seinen Medien nun etwas doppelklickt, kommt hier links eine Vorschau. Hier steht auch Quelle oben, Clip 2. Das ist nun die Vorschau unseres einzelnen Clips. Hier kann ich nun vorspulen und schauen, wo denn mein Video beginnen soll. Ich drücke nun I, um einen Inpoint zu setzen. Dann klicke ich Play. Hier soll das Video aufhören. Klicke also O für den Outpoint.
Hier beginnt mein Video also und hier hört es auf. Und das muss ich jetzt nur noch in unsere Sequenz bringen. Und das geht, indem ich das Video einfach per Drag and Drop hier runterziehe. Aber das will ich so nicht. Drücke also STRG Z, um das Ganze rückgängig zu machen. Ich brauche nur das Video, nicht die Audio. Und das ist hier unten aufgeteilt in Video und Audio. Wenn ich die Audiodatei will, ziehe ich das hier. Wenn ich die Videodatei will, ziehe ich einfach das hier runter. Und wenn wir ranscrollen, sehen wir auch, dass das noch nicht ganz am Anfang ist. Schieben also alles mal ganz nach links und spielen es ab. Hier ist also nun ein harter Schnitt zwischen unseren zwei Clips. Da das mit dem In- und Out-Point nun aber die beste Methode ist, um einen Clip schnell auswählen zu können, mache ich das Ganze jetzt bei meinen restlichen Clips und füge die hier hinten an. Falls euch das Video bisher gefällt und ihr in Zukunft vorhabt, einige Videos zu schneiden, freue ich mich natürlich über ein Abo. Aktiviere gerne auch die Glocke, um über meine neuen Premiere Pro und After Effects Tutorials informiert zu werden. Ja, noch nicht so spannend. Woran liegt es? Eventuell fehlt etwas Musik. Und dafür habe ich eine MP3-Datei noch dabei. In der Beschreibung ist auch meine Playlist verlinkt, in der ich copyright-freie Musik sammle, schon seit einigen Monaten, die cool ist für Vlogs oder sonstige YouTube-Videos. Und die kannst du dir natürlich über irgendwelche Konverter, mein Favorite ist hier übrigens y2mate.de oder wahrscheinlich .com. Ich habe aber schon eine MP3-Datei, ziehe die in meine Zeitleiste und sehe hier schon die Ausschläge. Das ist allerdings ziemlich klein, daher halte ich mal Alt gedrückt und gehe hier im linken Bereich auf unsere Audiospur und scroll mal nach oben. Dadurch sehe ich jetzt schon viel besser, wann was beginnt und kann das Ganze mal abspielen. Ich will jetzt, dass meine Musik genau hier beginnt, mache mit der Rasierklinge also hier wieder einen Cut und kann hier den ganzen rechten Bereich nach links schieben, um den linken Bereich zu überschreiben. Das Ganze klingt nun so. Wird schon mal besser mit Musik. Was jetzt noch cool wäre, wäre, wenn die Musik leise beginnt und langsam lauter wird. Dafür drücken wir nun einmal P. Dadurch wählen wir hier unseren Stift aus und mit dem können wir jetzt Punkte setzen, sogenannte Keyframes. Einmal will ich hier einen setzen und einmal setze ich hier einen. Wenn ich wieder V drücke und zum Auswahlwerkzeug wechsle, kann ich diese Punkte ganz einfach verschieben. Den linken ziehe ich mal nach ganz links, nach ganz unten und der ist dann stumm geschalten. Und wird hier, wie man nun sieht, langsam lauter. Schön, jetzt optimiere ich das Ganze noch. Diesen Clip hier zum Beispiel will ich nur ganz kurz drin haben. Schiebe das also nach rechts. Wie ihr seht, passt sich beim Verschieben der Clip auch immer an Schnittpunkte an. Also er bleibt immer zwischen verschiedenen Schnittpunkten stehen. Das können wir deaktivieren, indem wir S drücken oder dieses Magnetwerkzeug hier ausschalten. Und dann können wir das so frei verschieben, ohne dass der Clip irgendwo andockt. Eine der weiteren grundlegendsten und wichtigsten Sachen in Premiere Pro sind die Effekteinstellungen eines Clips. Dafür klickst du einfach auf einen Clip deiner Wahl und gehst hier oben links auf Effekteinstellungen. Dort kannst du nun verschiedene Werte deines Videoclips bearbeiten und dazu gehört zum einen die Skalierung und die Position und die Drehung, also wirklich standardmäßige Einstellungen. Mit der Skalierung zoomst du natürlich ins Bild, die kannst du mit der Maus ändern, indem du draufklickst und nach oben, unten, links oder rechts gehst oder deinen eigenen Wert eingibst. Wenn wir später Effekte hinzufügen, werden diese ebenfalls hier unten aufgelistet, da kommen wir aber später zu. Eine weitere Einstellung, die man häufig braucht, ist die Geschwindigkeit zu ändern. Und das will ich mal beim letzten Clip machen. Denn alle Clips hier sind ziemlich langsam. Die Kamerafahrt ist überall relativ entspannt. Nur hier ist ein bisschen mehr Action drin. Die will ich etwas rausnehmen und dafür mache ich einen Rechtsklick auf den Clip und sage Geschwindigkeit Dauer. Ich kann aber auch einfach STRG R drücken. Und nun kann ich hier die Geschwindigkeit anpassen. Zum Beispiel gebe ich mal 60% ein. Beispielsweise könnte ich übrigens auch den Clip rückwärts abspielen lassen, indem ich hier Geschwindigkeit Umkehren anklicke. Wir drücken jetzt aber so einmal OK, spielen den Clip mal ab
und sehen, er ist schon deutlich langsamer. Was aber immer ein cooler Effekt ist, wenn die Geschwindigkeit des Clips etwas variiert. Und damit kann man auch coole Übergänge machen. Dafür habe ich ein extra Video gemacht, das heißt der Übergang für jedes Video. Könnt ihr gerne mal anschauen, ist oben in der Infocard verlinkt. Und um das hier cooler zu gestalten, mache ich das Ganze rückgängig und setze einen Schnitt kurz bevor die Sonne hier erscheint. Und nur den hinteren Teil mache ich mit Steuerung R jetzt langsamer. Schauen wir uns das so mal an. Viel cooler. Und jetzt am Ende mache ich nochmal einen Schnitt und setze das Ganze auf 200% und ziehe es noch ein klein wenig länger. Und schon haben wir hier einfach ein cooles Ende, indem ich die 200 Kubik von dem Motorrad komplett ausnutze. Ein letzter Tipp, um Schnitte zu machen, ist jetzt ein Shortcut. Ihr könnt auch Steuerung K drücken, um einen Schnitt bei einem Clip hinzuzufügen. Wagen wir uns jetzt aber nun an Texte bzw. Titel. Dafür speichern wir unser Projekt einmal mit Steuerung S und gehen in den Arbeitsbereich Grafiken. Das ist der zweite von zwei Arbeitsbereichen, die wir in diesem Tutorial brauchen. Hier lässt sich nun ganz einfach ein Text erstellen, indem wir entweder mit diesem Textwerkzeug hier einfach in unser Video klicken oder einmal hier unten in unseren Clip drücken und Steuerung T drücken. Dadurch wird oberhalb unseres Videos eine neue Ebene erstellt mit einem Text. Und das Video, was in der obersten Videospur liegt, überschreibt immer die unteren. Das heißt, wenn ich Clip 4 jetzt auf Clip 6 ziehe, dann sieht man nur Clip 4, nicht hier unten Clip 6. Mache ich wieder rückgängig. Und diesen Text kann ich jetzt ganz einfach bearbeiten, indem ich einmal draufklicke und einen Doppelklick mache. Und hier schreibe ich jetzt passend zum Video Bali. Hier rechts in Essential Graphics habe ich nun alle Möglichkeiten, den Text zu bearbeiten. Dafür muss ich meistens einen Doppelklick machen oder den Text mit Steuerung A komplett markieren. Dadurch kann ich hier zum einen die Größe ändern und einen Schatten hinzufügen, die Schriftart ändern und vor allem den Text horizontal und vertikal mittig ausrichten. Und so schnell ist ein Text in Premiere Pro erstellt. Falls ihr mehrere Texte habt, seht ihr hier verschiedene Ebenen mit Texten, die ihr anklicken könnt. Eine weitere coole Eigenschaft ist, dass wir Texte unendlich nach links und nach rechts, also unendlich in die Länge ziehen können. Ich brauche diesen Text jetzt genau bis zum Videoende. Der Magnet hilft mir jetzt wieder, dass ich genau dort stoppe und spielen wir das Ganze mal ab. Wie fügen wir jetzt Übergänge zwischen Clips ein? Das geht, indem wir wieder zurück auf Bearbeitung gehen. Dort haben wir links ja unser Projektfenster und hier scrollen wir mit der Maus etwas weiter nach rechts und sehen hier Effekte. Da müssen wir nur auf Videoüberblendungen gehen und sehen hier einige Übergänge. Unter Blende gibt es beispielsweise den Übergang Weiche Blende. Wir scrollen hier mal etwas rein und ziehen diese weiche Blende einfach zwischen zwei Clips. Schauen uns das Ganze an und sehen direkt, hier ist tatsächlich ein weicher Übergang. Mit einem Doppelklick auf diesen Übergang können wir auch die Länge festlegen. Drücken einfach OK und sehen, der Übergang ist jetzt länger. Bevor wir das Video jetzt speichern und exportieren, können wir noch einen Effekt hinzufügen. Wie versprochen gibt es in der Beschreibung 10 kostenlose Presets zum Download. Ihr seht in euren Effekte-Ordner entweder den Ordner Vorgaben oder den Ordner Presets. Den Ordner, den ihr seht, auf den macht ihr einfach einen Rechtsklick, zum Beispiel auf Presets. Und dort gibt es dann die Option Vorgaben importieren. Die wähle ich aus und ihr findet dann diese Datei. Die öffnet ihr einfach und schon habt ihr unter Presets 10 Premiere Pro Presets. Wie wenden wir die jetzt aber an? Ich will die zwischen Clip 4 und 5 anwenden. Ich scroll also wieder rein und ein weiterer Trick ist, bei jeder Videospur, die hier blau markiert ist, bei der könnt ihr mit dem Pfeiltasten rauf und runter an den Schnittpunkten navigieren. Das heißt, Pfeil nach oben geht nach links und ihr bleibt immer an den Schnitten zwischen den Clips stehen. Und das ist für mich natürlich jetzt sehr praktisch. Ich will zwischen Clip 4 und 5, bin genau in der Mitte. Und jetzt drücke ich einmal Umschalt, also Shift, und zweimal Pfeil nach links. Mache dort einen Schnitt, gehe wieder in die Mitte und mache das gleiche rechts. Umschalt, zweimal rechts, Schnitt. Jetzt markiere ich diese beiden kleinen Clips, mache einen Rechtsklick und sage Verschachteln und drücke einfach OK. Dadurch werden die zwei Clips in einen gepackt. Das Coole ist nun, ich kann jeden Effekt, hinter dem jetzt Verschachteln steht, auf
diese grüne verschachtelte Sequenz ziehen. Zum Beispiel Slide Down Glitch. Ziehe ich einfach nur drauf, spiele das ab und wir sehen hier, dass kein harter Übergang ist, sondern tatsächlich was passiert. Steuerung Z, Slide Up Glitch noch als Beispiel. Macht definitiv einen sehr großen Unterschied. Und über 40 weitere Effekte, die noch aufwendiger sind, findet ihr in meinem Creator Pack. Ist hier in der Infocard verlinkt und mit dem Gutscheincode PR15 bekommt ihr auch noch 15% Rabatt darauf. Premiere Pro Presets kann man nicht nur in Videos anwenden, sondern auch in Texten. Wir müssen jetzt hier V2 aktivieren, damit wir mit Pfeiltaste nach oben direkt an den Anfang von diesem Clip kommen. Gehen wieder zweimal oder dreimal mit gedrückter Shift-Taste nach rechts, machen hier einen Schnitt. Und nun verwende ich mal einen Effekt aus dem Creator Pack, und zwar digitale Störung Text-In, der funktioniert bei Texten, bei Videos. Schieb den einfach nur hier drauf. Schon haben wir praktisch so einen Glitch-Effekt, der den Text erscheinen lässt. Wertet das Video natürlich auch nochmal stark auf. Wir lassen unser Lied mit P und zwei Punkten auf dieser Linie hier wieder langsam leise werden. Mit C schneiden wir das Ende auch wieder ab und haben hier unser fertiges Video. Nun müssen wir das Ganze rendern, sprich exportieren. Das macht ihr entweder über den Shortcut Steuerung plus M. Wichtig, ihr müsst mit der Maus hier in der Sequenz sein, also diese muss einen blauen Rahmen haben. Oder statt Steuerung M einfach Datei, Exportieren, Medien. Dort wählt ihr nun als erstes mal einen Namen und einen Speicherplatz für euer Video aus. Das Format muss grundsätzlich H264 sein. In der Vorgabe empfiehlt sich mit Quelle abgleichen hohe Bitrate. Mit Quelle abgleichen bedeutet, dass das Video in genau dem Format gerendert wird, in dem wir es hier auch geschnitten haben. Und hohe Bitrate heißt, dass es eine hohe Qualität hat. Ist Ansichtssache, wenn wir hier unter Video mal etwas runterscrollen, steht 10 Mbit. Ist eine hohe Bitrate, aber nicht wirklich die beste Qualität. Ich würde tatsächlich eher auf 30 stellen, um ein besseres Ergebnis zu bekommen. Wenn ihr aber für YouTube zum Beispiel rendert, gibt es hier unten verschiedene Einstellungen für YouTube, zum Beispiel Full HD. Dort wird die Bitrate automatisch auf 16 gestellt und die kann man natürlich auch erhöhen. YouTube komprimiert das allerdings sowieso runter. Ich rendere trotzdem meistens mit 30 Megabit und ja, dann soll YouTube das halt komprimieren. Ansonsten ist nur noch dieser Haken hier wichtig, maximale Renderqualität verwenden. Falls jemals bei euch ein Export die ganze Zeit abbrechen sollte, nie funktioniert, dann probiert es doch mal ohne diesen Haken. Hat bei mir schon mal bei einem Projekt geholfen, sollte aber nach Möglichkeit hier natürlich an sein. Am Ende nur noch auf Exportieren drücken und wenn du aus diesem Tutorial was mitnehmen konntest, freue ich mich über ein Like. Und wenn du dich für das Thema weiter interessierst, gerne über ein Abo. Wenn du jetzt noch mehr über Premiere Pro lernen willst, wie man wirklich professionell Videos schneidet, habe ich dir in der Beschreibung auch meinen Kurs verlinkt. Schau da gerne mal rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.